Während man immer von einer Durststrecke spricht, aber nie von einer Hungerdistanz, haben Sie jetzt also auch eine derartige Durststrecke vor sich. Es sei denn, Sie haben sich vor meinen Ausführungen schon mal einen Hubertus Weizen einschenken lassen. Die Köthener Brauerei lud ein und alle waren sie gekommen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur strömten in das Foyer des Veranstaltungszentrums Köthen. Auch die Feuerwehr war bei der Bierverkostung mit dabei, wahrscheinlich um den Brand zu löschen. Die Köthener Brauerei stellte bei der Veranstaltung ihre neuen Hubertus Weizenbiere vor. Ab wann gibt es sie denn für jeden zu kaufen im Handel und in welchen Formen gibt es sie dann überall? Ja, im Prinzip gibt es das ab sofort. Also das Bier kann man sofort kaufen. In der Gastronomie gibt es schon seit knapp einer Woche jetzt. Die Verkostung, die wir heute hier machen, war vom Datum her ganz gut. Ja, warum gab es das Weizen, war die Frage auch. Warum gibt es das Weizen? Ja, weil wir noch keinen Weizen hatten und weil wir der Meinung sind, Weizenbier gehört auch hier nach Sachsen-Anhalt und auch für uns als Köthener Brauerei sehr wichtig, unsere Gastronomen mit unserem Weizen hier zu versorgen. Also wir haben drei verschiedene Hubertus-Hefe-Weizensorten. Einmal das Hubertus-Hefe-Hell, das Hubertus-Hefe-Alkoholfrei und das Hubertus-Hefe-Dunkel. Alle drei haben eine Stammwürze von 12,3%. Und das Hubertus-Hefe-Hell und Hubertus-Hefe-Dunkel hat einen Alkoholgehalt von 5,3%. Das Hubertus-Alkoholfrei hat maximal 0,5%. Wir haben insgesamt jetzt 11 Sorten, also unter der Marke Köthner und Hubertus. Welche Lücke wird geschlossen mit dem Weizenbier? Man kann es vielleicht so bezeichnen, wir hatten vorher ein Weizenbier, was für uns eine Handelsmarke war, also nicht unter unserem Namen Hubertus oder Köthner. Und deshalb haben wir uns entschlossen, halt diesen Namen zu verwenden, um unser eigenes Weizenbier hier auf den Markt zu bringen.